Hier ein Auszug aus einem Text von Marianne Williamson. Nur wenige Menschen erkennen, wie machtvoll eine echte Liebesbeziehung für körperliche und seelische Heilung ist. Wirkliche Liebe ist tröstlich und beruhigend, aber meist nicht von Anfang an. Wir müssen zuerst den Panzer durchbrechen, der unser eigenes Herz verbirgt. Es kann Zeiten der Tränen benötigen, um die harte Schale zum Schmelzen zu bringen, die unser zartes Innerstes umgibt. Tränen um jeden vergangenen Schmerz, Verlust oder demütigenden Misserfolg, der durch die Beziehung an die Oberfläche kommt. Menschen, die diese Tränen zulassen, sind keine Versager, sondern wahrhaftig mutig. Denn zuerst kommt der Schmerz und dann die Kraft. Zuerst bricht das Herz und dann erhebt es sich. Danke fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.